Es ist ganz einfach. Wer die Transparenz des Staates und den Schutz der Privatheit der Bürger ernst nimmt, der sorgt auch dafür, dass ausreichend Personal beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Verfügung steht. Wir meinen, das ist nicht der Fall. Es sind gerade einmal 45 Stellen, mit denen sich der Landesbeauftragte um die vielfältigen Aufgaben, die er hat, kümmert. Dazu gehören die Überwachung und Kontrolle des Einsatzes von vielen, vielen Videokameras, Videoüberwachungskameras, die in den letzten Jahren hier eingesetzt worden sind und eingesetzt werden. Es ist die Prüfung der Datenbanken der Polizei, die in seinen Aufgabenbereich reinfällt. Es ist aber auch Beratung in Schulen und an anderen Stellen. Was ist überhaupt Datenschutz? Es ist das Handling der Anfragen zur Informationsfreiheit. Deswegen fordern wir Piraten die Aufstockung des Personals um 50% für den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen.